Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Real Life Folge hier auf meinem Kanal. Das Nutzenplopf. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade unterwegs. Wir haben Montag, neue Woche. Wir haben gerade mal 9 Uhr gleich und schon 26 Grad. Und das wird diese Woche sehr, sehr ungemütlich werden. Und ja, der heißeste Tag wird wahrscheinlich Mittwoch sein, mit über 40 Grad, also 45 Grad haben sie angesagt. Und mal gucken, ob es tatsächlich so sein wird. Dementsprechend muss der Kühler jetzt jede Menge knüppeln, die ganze Woche. Und ja, das wird schon ziemlich heftig. Ne? Wie gesagt, ich bin hier beim zweiten Kunden. Den ersten Kunden habe ich hinter mir. Das war Nordfrost. Da haben wir 2 Paletten geliefert. Und jetzt hier beim zweiten Kunden, die wollten die Ware nicht haben, weil sie heute keine Warenannahme haben. Also die montags haben sie keine Warenannahme für Tiefkühlware. Aber warum sie mich trotzdem hier hinschicken oder hingeschickt haben, keine Ahnung. Und jetzt fahren wir zum dritten Kunden. Allerdings, ihr kennt das ein bisschen, weil das habt ihr ja im letzten Video schon gesehen oder letzte Folge. Da sind wir ja in Hameln reingefahren. Ne? Da hatten wir ja einen Kunde in Hameln. Diesmal haben wir keinen Kunden in Hameln. Diesmal müssen wir durch Hameln fahren. Und hinter Hameln, da ist der dritte Kunde. Und würden wir mal sagen, fahren wir mal los. Ne? Und etwas über eine Stunde. Fahren wir noch bis zum Kunden und jetzt bin ich verkehrt gefahren. Scheiße, ich muss hier lang. Dann muss ich noch mal einmal rumfahren, weil ich muss nämlich hier bei der Schranke raus. Das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich muss einmal rumfahren. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Normalerweise darf ich jetzt nicht hier rumfahren, weil es eine Einbahnstraße ist, aber was soll ich machen? Ne? Weil ich muss ja rausfahren. Oder rausfahren können, sage ich mal. Normalerweise fahre ich nicht durch die Schranke. Wenn ich jetzt, sage ich mal, anliefere, dann fahre ich ja nicht durch die Schranke. Dann fahre ich ja außenrum. Ne? Aber da die Ware ja heute nicht haben wollen, muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal rausfahren. Und das geht halt nur durch die Schranke. Jetzt sind wir richtig. Die Schranke müsste dann von selbst aufgehen. Die müsste von ganz alleine aufgehen, die Schranke. Ja, geht alleine auf. Alles klar. So, dann wollen wir mal starten, wa? Jetzt haben wir auch mal ein Stück Autobahn. Ja, kommt da was? Kommt nichts, können wir heizen. Immer knüppeln, immer ran an den Bullen. So. Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Ja, jetzt schleppe ich die 5 Paletten wieder mit. Ne? Das ist auch wieder ein bisschen Kacke. Ne? Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich muss ich heute noch was abholen, aber das hängt davon ab, wie der andere Kollege durchkommt, weil der ist gerade bei Edeka am Abladen, oder beziehungsweise er wartet ja noch, bis er drankommt. Und der konnte den Termin nicht einhalten. Und wenn er Pech hatte, lassen sie den da stehen erstmal ein paar Stunden. Und
wahrscheinlich kann er auch dann die Ware nicht abholen, die er abholen soll. Und wenn das der Fall ist, dann schicken die mich dahin. Dann muss ich dann für ihn die Ware abholen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Das liegt sowieso auf dem Weg. Und ja, die Leuchte vom LKW ist weg, also die Motorlampe, ne, die hat ja letzte Woche, Freitag hat die ja aufgeleuchtet. Da wollen wir mal Chef fragen, was da Sache ist, oder beziehungsweise was das, warum die geleuchtet hat. Das müssen wir sehen, das müssen wir Chef mal fragen. Aber ich denke mal, dass das mit dem Sensor oder irgendwas zu tun hatte. Weil sonst wäre der LKW noch in der Werkstatt wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das kann mehrere Ursachen haben. Ne? Aber wie gesagt, mit dem Sensor, das haben wir oft genug gehabt da hier bei der Karre hier. Ne? Und das ist ja auch nicht der jüngste LKW. Ne? Das haben wir jetzt runter, fast 800.000 Kilometer hatten wir runter. Ne? Und der ist nicht mehr der jüngste, sag ich mal. Und ja. So, jetzt fahren wir Richtung Dortmund. Fahren wir hier gleich auf die Bahn drauf. Und dann ja, ab zum letzten Kunden. In der Regel habe ich immer so 3 Kunden am Tag, ne, plus Abholer. Und es gut, heute kann es natürlich sein, dass ich keinen Abholer habe. Das hängt immer davon ab, wie der jetzt durchkommt bei Edeka da. Ne? Aber wenn er jetzt, sag ich mal, ja, mehrere Stunden warten muss, dann rufen sie mich dann an und sagen hier, pass mal auf, wir müssen mal da vorbeifahren, die Ware abholen. Und das ist ja überhaupt kein Problem. Wie gesagt, das liegt ja auf dem Weg. So. Alter, ey, 27 Grad, der leck mir am Arsch. Ja, darf ich morgen wieder den Auflieger tanken? Morgen wird er wahrscheinlich wieder leer sein. Das geht ganz schnell bei dem Wetter. So, jetzt fahren wir auf die Bahn. Und dann ab zum letzten Kunden. Ja, wie gesagt, wir fahren dann wieder in Hameln rein. Das habt ihr ja im letzten Video ja gesehen. Und da fahren wir nicht links rein, also beziehungsweise im letzten Video sind wir ja links abgewogen. Ne? Da fahren wir nicht links, sondern diesmal fahren wir geradeaus. Durch Hameln durch. Und dann Richtung Paderborn raus. Die B1 muss das, glaube ich, sein. Da hinten fahren wir dann raus. Ja. Und hier war ungefähr, weiß ich, 10 Kilometer hinter Hameln oder so. Ungefähr liegt das Kraft da. Wir fahren ja auch jetzt die nächste Abfahrt wieder runter. Also wir halten uns hier nicht lange auf der Autobahn auf. Bei nächster Abfahrt fahren wir wieder runter. Weil hier ist ja auch Edeka, ne, wo der Kollege ja hier ist. Da ladet er gerade ab. Oder beziehungsweise ich hoffe mal, dass er gerade am Abladen ist. Weil wenn er dann nicht so allzu lange warten muss bei Edeka, dann kann er natürlich die Ware selber noch abholen. Ne, dann brauche ich nicht dahin, dann habe ich heute wieder früh Feierabend. Das ist ja auch mal wieder gut. Weil normalerweise habe ich keine Abholer, weil wir haben immer so eine Liste und auf der Liste steht dann immer die ganzen Abholer drauf. Ne? Weil wir müssen ja auch dafür unterschreiben und so weiter und so fort, wenn wir was abholen müssen und so. Und ja, aber diesmal habe ich keine Abholer, die stand gar nicht auf dem Zettel drauf. Und ja,
Ja, aber wie gesagt, das kann sich dann immer ändern. Ne? Kann ja immer mal was sein. Der kann ja mal ein LKW ausfallen oder hier wie jetzt zum Beispiel, wenn einer zu spät rankommt zum Abladen zum Beispiel. Ne? Das kann immer mal sein. Ne? Kann immer was sein. Ne? Also für mich musste auch jemand was abholen, weil der LKW ausgefallen ist. Das ist auch schon vorgekommen. Ne? Aber da steckt man halt nie drin. Ne? Ist halt so. Das will man machen. Ist halt so. So, wir fahren jetzt gleich hier wieder runter. Das ist hier die nächste Abfahrt. Ja, wie gesagt, über eine Stunde fahren wir auf jeden Fall noch bis zum Kunden. Ja, das dauert auch nicht lange. Was kriegen die? Ja, was kriegen die? Ich glaube, 8 Paletten oder was? Ja, 8 Paletten. Ist nicht viel, was sie da kriegen. 8 Paletten. Geht schnell. Ja, und da laden die selber ab, ne? Also wollen die nicht abladen, das machen die alles da. Ja, schade, dass die keinen Lagerverkauf mehr haben, also beziehungsweise kein Firmenverkauf, also beziehungsweise hier, ne? Das ist ja, was ich meine. Weil da habe ich mir mal Kuchen geholt und Brötchen geholt und so weiter. Das hat auch richtig gut geschmeckt da. Ne? Und jetzt haben sie aber keinen Lagerverkauf mehr. Schade. Weil da habe ich immer gerne was geholt. So, hier müssen wir jetzt runterfahren. Fahrt, die wir jetzt nehmen müssen. Und schon sind wir wieder von der Autobahn runter. Fahren wir jetzt rechts. Da kommt nichts. Jawohl, können wir heizen. Ja, hier auf der rechten Seite haben wir wieder den Autohof hier. Fahren wir erstmal dahin und dann werden wir uns dann gleich wiedersehen, weil wie gesagt, das ist ja über noch eine Stunde Fahrt bis dahin und werden wir uns dann wiedersehen, wenn wir dann da angekommen sind und dann würde ich sagen, bis gleich und viel Spaß beim Zuschauen.
meine lieben Freunde. Ja, wir sind da. Da ist die Firma schon. Ja gut, wir müssen ja eh warten. Da ist einer vor uns dran. Da ist schon einer an der Rampe, sehe ich gerade. Und ja, da müssen wir so warten. So, dann gehen wir erstmal hier rein. Das haben sie auch hier neu gemacht. Das war vorher nicht alles hier. Die Zufahrt hier. Haben sie alles neu gemacht hier. So, dann einmal hier rum. Wieder links und dann sind wir auch schon da. Aber wie gesagt, wir müssen sowieso erstmal eine Seite stellen. Wir sind noch gar nicht dran, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauert bei dem da. Schauen wir mal. Also wir stellen uns erstmal hier an der Seite. Und dann gucken wir mal. Anmelden können wir uns ja schon mal. Und ja. Dann schauen wir mal, wie lange das hier dauert bei dem Kollegen. Ich mache jetzt erstmal leer. Und ja. Und dann rufen wir gleich nochmal an. Und fragen, ob wir die eine Ware noch abholen müssen oder sollen oder wie auch immer. Und ja, wenn nicht, dann fahren wir nach Hause oder beziehungsweise heim ins Lager rein oder beziehungsweise aufs Firmengelände und machen dann Feierabend. Und wenn wir die Ware abholen sollen, ja, dann fahren wir halt dahin und holen wir die Ware noch ab, ne? Dann kommt es auf jeden Fall darauf an, ob wir die Bude voll kriegen. Wenn wir die Bude voll kriegen, dann haben wir wieder ein Problem. Weil wir haben ja noch die 5 Paletten, die wir noch drauf, die wir nicht losgeworden sind. Und wenn ich die Bude voll kriege, dann kann es passieren, dass ich erstmal wieder ins Lager rein muss, die 5 Paletten abladen muss und dann zum Abholer. Was auch wieder Zeit kostet, ne? Ja, das könnte man oder hätte man vermieden werden, also vermeiden können, ne? Weil wie gesagt, sie wussten ja von vornherein, dass die das wussten. Also die wussten ja, dass beim ersten Kunden Tiefkühlware montags nicht angenommen wird. Ne? Das hätten wir uns ganz sparen können. Ne? Aber mal gucken wir mal. Wie gesagt, wenn wir hier durch sind, sollen wir anrufen. Und das machen wir gleich. Ja. Und dann gucken und dann schauen wir mal, ob wir da noch hin müssen oder nicht. So, jetzt sind wir fertig. Und ja, jetzt gehen wir, oder beziehungsweise jetzt fahren wir erstmal an eine Seite irgendwo. Und dann rufen wir mal an. Und dann fragen wir mal, ob wir da noch abholen müssen, sollen oder wie auch immer. Schauen wir mal. So, jetzt fahre ich hier irgendwo erstmal eine andere Seite. Weil hier drüben ist, glaube ich, eine kleine Sackgasse. Da können wir, glaube ich, reinfahren. Ja, ist eine Sackgasse. Da können wir mal kurz anhalten. So, dann halten wir mal kurz hier an. Und dann rufen wir mal an. Mal gucken, was er sagt, ne? So, wo ist das Handy? Wo haben wir denn das Handy? Da ist das Handy. So, und mal gucken, was er sagt da. Also wird auch schon alles reißt hier. Hallo? Ja, pass auf, ich bin jetzt hier fertig in Erzen. Wie sieht das aus mit der Abholer? Weil es war ja nicht ganz klar, ob er das schafft da.
Also die 5 Paletten da lassen oder was? Und dann vollen Zug her mitbringen. Ja, ist klar, weiß Bescheid. Jo. Also, habt ihr gehört? Also 5 Paletten, die lassen wir gleich da, wo wir abholen. Also die Ware sollen wir jetzt abholen. Kriegen wir einen kompletten Zug. Und die 5 Paletten lassen wir da. Und ja, kriegen wir die Bude dann wieder voll, ne? Ja, den Rückweg kennt ihr ja, ne? Also brauche ich ja nicht so großartig mal was zeigen. Und ja, dann sehen wir uns dann beim Abholer dann wieder. Und ja, ne? Würde ich so sagen. Ja, weil wie gesagt, das kennt ihr ja alles, ne? Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Oh, meine Freunde, ja, wir sind jetzt gleich da. Und ja, müssen wir mal gucken, wie der Hof da aussieht. Wenn er richtig rappelvoll ist, dann haben wir nämlich ein Problem. Dann kann das auch ziemlich lange dauern. Normalerweise müssen wir ja diese Ware nicht abholen. Normalerweise ist das ja nicht unsere Aufgabe, oder beziehungsweise nicht meine Aufgabe. Normalerweise hätte der andere das abholen müssen, aber gut. Ich habe den Auftrag, das jetzt abzuholen. Und ja, gucken wir gleich mal, wie der Hof aussieht. Und gucken wir mal, es kann natürlich sein, dass wir ein bisschen warten müssen. Ne? Weil ich fahre ja hier quasi ohne Termin hin. Ne? Also ich habe ja keinen Termin. Oder beziehungsweise, ja gut, der andere hatte einen Termin, aber der ist ja schon längst verstrichen. Ne? Der hat, glaube ich, um 10 Uhr einen Termin gehabt. Aber wir haben ja mittlerweile schon 12 Uhr. Und schauen wir mal, was uns da aber erwartet. Ne? Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, das sehen wir ja gleich. Wir fahren jetzt gleich auf den Hof da, bei denen. So, müssen wir mal gucken, was da Sache ist da, ne? Mal gucken, was da Sache ist. Sieht ja so gut aus erstmal, ne? Also Hof ist erstmal ziemlich leer, das sieht schon mal gut aus. Der Hof ist ziemlich leer. Sehr schön. Ja, da kann das ja nicht allzu zu lange dauern. Es gab Zeiten, wo der Hof richtig voll war, ne? Also 10, 12, manchmal 15 LKWs. Und wenn man dann hier keinen Termin hat, ja, dann hat man erstmal schlechte Karten. Ne? Dann kann das sein, dass man sich erstmal 3-4 Stunden erstmal schlafen legen kann. Und ja, aber das sieht heute erstmal ziemlich gut aus. Und ja, dann melde ich mich erstmal an. Und ja, wie gesagt, es gibt jetzt sowieso nichts mehr großartig zu sehen. Ich lade jetzt und dann ist auch Feierabend. Dann fahren wir wieder Richtung Heimat. Und ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ja, falls euch das Video wieder gefallen haben sollte, dann ja, lasst mir gerne ein Like da. Würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.